Herzlich willkommen zum ZDF-Nachtstudio. Wie Sie wissen, halten wir hin und wieder inne in unserer immerwährenden Debattentour und laden nur einen einzigen Gast an den Kamin. Erklär mir die Welt, so nennen wir diese Unterabteilung des Nachtstudios. Und heute erklärt mir die Welt ein, und jetzt kommen nur Zitate, ein Tabubrecher, ein talentierter Märchenonkel, ein TV-Lautsprecher, ein eiliger Geist, ein Dandy der Medientheorie, ein halbvergessener Kommunikationsforscher, ein neuer Rechter, ein Über-Norbert Über-Bolz. Professor Norbert Wolfgang Bolz, wie reagieren Sie, wenn Sie all das über Sie lesen? Mit fortschreitendem Alter immer gelassener. Ich höre das ja nicht zum ersten Mal, und diese Töne begleiten eigentlich alles, was ich schreibe und sage, seit vielen, vielen Jahren. Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass auch heute mich die negativen Töne, die bösen Töne immer noch nicht ganz gleichgültig lassen. Aber das Dauertrommelfeuer härtet auch ab, und ich versuche mittlerweile, das eher als Lob zu verstehen. Kann man denn auch sagen, also man wird wahrgenommen? Wobei wir schon bei einem ersten Begriff sind, über den Sie nachgedacht haben, die Aufmerksamkeit. Ist das nicht natürlich wahr. Ich meine, das ist eine Trivialität, die aber immer wahr bleibt, dass es viel, viel Schlimmeres gibt, als zerrissen zu werden in den Medien, nämlich ignoriert zu werden. Und dieses Drauflosschlagen, das Verbale, ist ja ein Signal auch dafür, dass es offenbar nicht gelingt, das zu ignorieren, was ich sage und was ich schreibe. Insofern ist das immer auch ein Zeichen von Erfolg. Ja. Lob hört man ehrlich gesagt doch lieber. Natürlich, aber wenn schon nicht Lob, dann wenigstens vernichtende Kritik. Ja, Sie sind 1953 in Ludwigshafen geboren, haben in Mannheim, Heidelberg, Berlin Philosophie, Germanistik, Anglistik, Religionswissenschaften studiert und waren Assistent bei dem berühmten Jakob Taubes, dem Religionswissenschaftler. Haben Sie von ihm vielleicht gelernt, etwas in polemischen Sätzen auszudrücken oder in Antonymien zu denken? Wie erinnern Sie sich an Jakob Taubes? Ja, Taubes hat in vielerlei Hinsicht verändert, was ich gedacht habe und wie ich auch mein ganzes Leben verstanden habe. Ich bin, als ich zu Taubes als Assistent kam, eigentlich aus der Frankfurter Schule heraus nach Berlin gekommen. Und Taubes hat mir relativ schnell klar gemacht, dass er das zwar toleriert, dass er das gewissermaßen als Zeitgeist für Jugendliche kennt und akzeptiert, dass er es aber nicht ernst nehmen kann. Und das hat mich doch damals sehr überrascht. Ich war sehr tief in Adorno versunken, wie viele meiner... Sie haben Ihre Promotion über Adorno, richtig, Ästhetik Adornos, ganz geschrieben. Ganz genau, ja. Die wohlgemerkt im Gegensatz zu dem, was viele denken und zu wissen glauben, nicht bei Taubes abgegeben wurde, sondern bei seinem Kollegen Wolfgang Hübener, der dieses Kreuz auf sich genommen hat, mich zu promovieren. Nein, Taubes hat mir recht schnell deutlich gemacht, dass Adorno ein falscher Ansatz ist, dass die Frankfurter Schule mehr Zeitgeistmode ist als ernstzunehmende Philosophie. Und der Name, der dagegen gestellt wurde, war damals Walter Benjamin, der natürlich längst auch ein Modeautor für viele geworden ist. Aber das bedeutete für Taubes damals Grundwissenschaft, Theologie. Der harte Kern, wenn man so will, auch das dessen, was die Frankfurter Schule denkt, ist eigentlich ein theologischer. Und das war für mich völlig überraschend, denn ich muss gestehen, ich habe das Ganze, diese Diskussion immer rein ästhetizistisch oder politisch verstanden. Aber dass das Ganze einen theologischen Kern haben soll, war mir neu, hat mich schockiert, überrascht und hat mir vor allen Dingen klar gemacht, dass ich noch sehr, sehr viel lernen muss. Und mein Verhältnis zu Taubes hat eigentlich überhaupt nicht aufgehört mit seinem Tod, sondern wurde eher sogar noch intensiver, denn ich habe erst nach seinem Tod Schritt für Schritt versucht zu verstehen, wie er eigentlich denkt, in welche Richtung er denkt und welche Form seine Art des politischen Engagements und seines philosophischen Denkens eigentlich ausmacht und wie nonkonformistisch dieses Denken eigentlich war. Wie könnten Sie es beschreiben im Unterschied zu Adorno? Wenn Sie sagen, Adorno war theologisch, er war natürlich auch charismatisch, er hatte eine Gefolgschaft, Sie waren wahrscheinlich nie 68er oder nur eine kurze Zeit lang, vielleicht in einer euphorischen Phase. In der heutigen Zeit kann man ja sagen, die ganze Atomkraftbewegung ist dort damals in den 60er Jahren auch entstanden, in einer ganz eigenartigen Situation. Was war der Unterschied
im Denken taub ist, auch in seiner politischen Argumentation oder in seiner philosophischen Darstellungsweise der Welt gegenüber Adorno und der Frankfurter Schule? Nun, Taubes war sehr viel radikaler, und zwar eben in einem theologischen Sinne sehr viel radikaler. Einer seiner Lieblingssätze lautete auch: Ich habe keine Aktien in dieser Welt. Also er hat durchaus, und sei es auch nur im Denken, sehr, sehr ernst gemacht mit der Möglichkeit der Weltablehnung. Und es gab da keine Kompromisse. Er hat sehr viel radikaler auch gedacht, was es eigentlich heißt, anders zu denken als im Horizont des damals etablierten Neomarxismus. Er war geschützt durch die Wahrnehmung, dass er auf der Linken irgendwo positioniert sei. Niemand konnte so recht wissen, wo er eigentlich links ist oder was das für eine Art Linkssein ist. Aber er hat sympathisiert mit den linken Studenten vor allen Dingen, mit den linken Studentenführern, die da auch ihm zugehört haben. Und das hat lange Zeit aber verdeckt, dass man ihn mit einer derartigen Antithese links-rechts überhaupt nicht fassen konnte. Also im Nachhinein habe ich den Eindruck, er war mindestens genauso reaktionär, wie er revolutionär war. Und das finde ich im Nachhinein geradezu das Reizvolle und das nach wie vor Faszinierende. Ist das vielleicht der tatsächliche Blick, den Sie auch vielleicht von ihm gelernt haben, einmal die Dinge so zu schauen, aber dann auch mal von der Gegenseite her zu schauen? Denn Taubes hat sich aber, ich zitiere es wahrscheinlich falsch, als jüdischer Christ oder christlicher Jude bezeichnet. Also da auch schon die sozusagen das Paradoxon in einer Person, aber dennoch kommt man zu einer Lösung, wenn man so will, oder zumindest zu einem, könnte man sagen, zu einem Stillstand des Denkens, bis man weitergedacht hat. Sie haben Ihre Habilitationsschrift dann geschrieben über, das Buch hieß Auszug aus der entzauberten Welt, aber es ging um den philosophischen Extremismus zwischen den Weltkriegen. Können Sie kurz das Fazit dieser Habilitationsschrift vielleicht uns vorlesen? Um es ganz platt zu sagen, diese Schrift versucht zu zeigen, dass das spannendste Denken des 20. Jahrhunderts, nämlich das zwischen den beiden Weltkriegen sich entfaltet hat, nur scheinbar zu polarisieren ist nach links und rechts, und dass in Extrem die Linke im Grunde ähnlich gedacht hat wie die Rechte. Für mich war immer ein Menetekel die Tatsache, dass die Kommunistische Partei Ernst Jünger eine Mitgliedschaft angeboten hat, nachdem er sein Buch Der Arbeiter veröffentlicht hat. Also ein Autor, den wir heute eher vulgär im Zusammenhang mit Faschismus diskutieren würden, war, wenn man so will, sehr, sehr interessant und ein Faszinosum für die extreme Linke. Und umgekehrt genauso, also Figuren wie Georg Lukacs, auch Walter Benjamin, Ernst Bloch, all die entziehen sich eigentlich dieser einfachen Zuordnung. Und dieses Denken in Extremen, auch in politischen Extremen, aber auch philosophischen Extremen, das war das, was mich fasziniert hat. Und es konnte mich nur faszinieren, weil mir Taubes die Angst davor genommen hat. Es gibt einen wunderbaren Passus in Thomas Manns Zauberberg, in der Naphta, eine faszinierende Figur, sagt, der erste Schritt zu wahrer Humanität und wahrer Freiheit würde darin bestehen, sich der schlotternden Furcht vor dem Wort Reaktion zu entschlagen. Traumhafte Formulierung. Und im Grunde hat das mich Taubes gelehrt. Naphta ist ja erst dieser linke Position im Zauberberg. Das ist schwer zu sagen. Ja. Er ist der Gegenspieler von Settembrini, der ein reiner Aufklärer ist. So ist es, ja. Naphta ist irgendwie Jesuit, er ist irgendwie auch Kommunist. Gerade deshalb eine Figur, die genau das wunderbar verkörpert, was mich an dieser Zeit fasziniert hat, dass man eben nicht sagen kann, er ist rechts oder links. Man kann nur sagen, er ist extrem. Er sympathiert, wenn Sie so wollen, sogar mit der Diktatur, mit der Autorität. Das heißt, er repräsentiert all das nicht, was für uns, wie soll man sagen, aufgeklärte Alltagskultur, sozialdemokratische Alltagskultur ist. Davor hätte ich immer Angst gehabt, mich damit auch nur zu beschäftigen. Taubes hat mir diese Angst genommen, und deshalb verdanke ich ihm den Zugang zu vielen Autoren, die früher tabu gewesen wären für meine Generation,
denken Sie nur an Carl Schmitt oder auch Martin Heidegger. Hätte ich jetzt nachgefragt, welche Rolle spielte da Carl Schmitt bei Taubes bei Ihnen auch? Für Taubes war Carl Schmitt einer der absoluten Schlüsselautoren. Er hat mir auch immer wieder die Geschichte eines Gesprächs mit Alexandre Kojève, auch einer extremen, faszinierenden Figur, erzählt, wo Kojève ihm gesagt hätte, nachdem er ihm berichtet hat, er würde Carl Schmitt in Plettenberg besuchen und Taubes sich darüber erstaunt gezeigt hat, soll Kojève geantwortet haben, wen sonst soll man in Europa noch besuchen? Es gibt nur Carl Schmitt, an dem man sich messen kann oder mit dem man ein Gespräch über den Stand der Dinge des 20. Jahrhunderts führen kann. Und das eben wohlgemerkt in einer Zeit, in der Carl Schmitt nicht nur tabu war, sondern, wie soll man sagen, von jeder Wirkungsmöglichkeit abgeschnitten, eine Unperson war. Aber das war auch Taubes selbst, hat Carl Schmitt in Plettenberg besucht. Er hat viele Seminare über Carl Schmitt, vor allen Dingen über die politische Theologie gemacht. Und man kann durchaus sagen, dass die politische Theologie von Carl Schmitt das zentrale Werk für Taubes in seiner Lehrtätigkeit auch an der Freien Universität war, jedenfalls zu der Zeit, die ich erlebt habe, vielleicht neben Walter Benjamins geschichtsphilosophischen Thesen. Mhm. Das waren die beiden Orientierungspunkte. Das eine hat man akzeptiert, das war Surkamp Culture, Benjamin. Das andere war eine gigantische Provokation, bis man diese Zusammenhänge gespürt hat. Und denen bin ich eben in meiner Habilitation gefolgt. Gilt dieser Extremismus, den Sie jetzt in die 20er Jahre verlegt haben, bis heute? Nein, das kann man nicht sagen. Das kann man einfach deshalb nicht sagen, weil es heute keine Rechte gibt. Und es gibt auch keinen echten, ernstzunehmenden Linksextremismus mehr. Es gibt nostalgische, romantische Neomarxisten nach wie vor, die man aber nicht ernst nehmen kann, die vierten, fünften Aufguss irgendeines Gramsci oder anderen Marx-Epigonen uns heute noch anbieten wollen. Aber es gibt weder radikale Linke noch gar radikale Rechte. All das ist sehr gut verständlich. Wir haben historische Erfahrungen mit extremistischem Denken und extremistischer Politik gemacht, die es geraten erscheinen lassen, abzukühlen, zu moderieren. Aber diese Moderiertheit unserer Diskussion führt natürlich auch zu einem Verlust an Tiefenschärfe. Und deshalb haben uns Philosophen heute fast nichts mehr zu sagen, wenn man ehrlich ist. Wer hat uns denn dann noch was zu sagen? Politiker wahrscheinlich auch nicht mehr. Nein. Denn Sie sind ja, wir werden da noch genauer drauf hinschauen, aber die Politiker sind ja nun die Sachwalter ihrer selbst. Ja. Sie sind sozusagen ihre eigene Marketinginstitution. Ja. Aber wer hat denn das Sagen heute noch? Nein, sind es die Wissenschaftler? Es gibt natürlich, natürlich nach wie vor wahnsinnig intelligente, analytisch tiefenscharfe Wissenschaftler. Sie finden sie unter den Historikern. Es gibt hervorragende, brillante Historiker. Sie finden es auch unter den Soziologen. Man bemerkt ohnehin nach dem Zweiten Weltkrieg eine Art Exodus des philosophischen Denkens aus der Fachphilosophie hinaus in bestimmte Einzelwissenschaften hinein. Also um einen Namen zu nennen, Niklas Luhmann ist für mich unendlich viel philosophischer als das, was als offizielle Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg angeboten worden ist. Und so, das gilt für einige andere Autoren auch Francis Fukuyama, ein populärer amerikanischer Autor, ist für mich aber doch auch philosophischer als das, was universitäre Schulphilosophie seit Jahrzehnten uns anbietet. Also es gibt Philosophie, aber sie figuriert nicht mehr als Philosophie. Wenn Sie Niklas Luhmann nennen, dann ist es ja erstaunlich oder vielleicht auch symptomatisch, dass er ja aus der Verwaltung herauskommt. Genau. Er war ja ein Verwaltungsdenker und hat dann seine Systemtheorie aufgebaut. Glauben Sie, dass eben nach dem 20. Jahrhundert oder nach dem Zweiten Weltkrieg wir tatsächlich in einer anderen Welt leben als davor? Nun, in jedem Fall. Ich will nicht sagen, dass wir mit den Denkmitteln zu Beginn des 20. Jahrhunderts oder Ende des 19. Jahrhunderts gar nicht mehr begreifen können, was die Gegenwart ausmacht. Ich bin beispielsweise nach wie vor der Überzeugung, dass Max Weber sehr genau gesehen hat, was unser Schicksal ist, was er unter dem Titel Bürokratie diskutiert hat. Aber wie Sie richtig sagen, das ist eben interessant, dass ein Mann aus der Bürokratie heraus und aus dem Denken der Bürokratie, also ein Verwaltungswissenschaftler, der Luhmann ja ursprünglich mal war, oder Verwaltungsjurist, dass derjenige tatsächlich
einen Denkweg beschreitet, den man vielleicht mit Heidegger nennen könnte, Verwindung des Gestells. Ja, also wenn die Bürokratie das Gestell ist, das unser Schicksal geworden ist, das stahlharte Gehäuse, dann war tatsächlich die Aufgabe die, durch dieses Gestell hindurchzugehen, es zu durchdenken. Ja. Und das war offensichtlich das, was Niklas Luhmann in seinen 25 Forschungsjahren vorgehabt hat. Kommen wir noch mal vielleicht zu Ihren Werken zurück. Würden Sie mir widersprechen, wenn wir dieses Gespräch unter drei Gesichtspunkten oder drei Säulen, die ich auch in Ihren Büchern gesehen habe, einmal, wo kommen wir her? In welcher Welt leben wir und wie wird das alles enden? Sagen wir, also wir wollen, wo kommen wir her? Welche Rolle spielte damals, als Sie bei einem Religionswissenschaftler studierten, über Adorno, der ein Theologe, wenn Sie so wollen, Theologe der Soziologie waren, die Religion für Sie? Für mich persönlich überhaupt keine, sondern ich hatte ein rein kognitives Interesse daran, bestimmte Dinge zu verstehen, die mir einfach rätselhaft waren. Ich hatte es schon gesagt, Taubes hat mich darauf hingewiesen, dass die Sache, gerade wo sie spannend wird, eigentlich einen theologischen Kern hat. Adorno selbst hat das irgendwann mal theologischer Glutkern genannt. Ich glaube, im Blick auf Walter Benjamin. In mir selbst hat das überhaupt keine Seite zum Klingen gebracht. Ich hatte ein erkenntnistheoretisches Interesse an diesem Problem. Das heißt, ich bin nicht nur als religiös unmusikalischer, sondern völlig unbedarft an diesen ganzen Themenkomplex herangetreten. Mir war nur deutlich, du musst da was lernen, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Erst ganz allmählich ist mir im Grunde deutlich geworden, dass man überall da, wo man tiefer bohrt in unserer Kultur, relativ rasch auf diese theologische Fundierung stößt. Und sicher verdanke ich vor allen Dingen Taubes und den Impulsen, die er mir gegeben hat, dass ich mich dann doch, wenn Sie so wollen, nach meiner Habilitation erst, also als schon als erwachsener Mensch, überhaupt erst in diese Welt der Theologie hineinbegeben habe. Und um dem Ganzen gleich eine Pointe zu geben, so kurios es klingt, über mein Interesse an der Theologie habe ich nach und nach auch eine Art inneres Interesse am Glauben bekommen. Wie hat sich das geäußert? Haben Sie Ihr Leben geändert? Wenn man das Rilke-Zitat nimmt, du musst dein Leben ändern. Oder Sloterdijk hat das ja auch zitiert. Und wie haben Sie denn Ihr Leben geändert? Das ist vollkommen richtig. Wenn Sie so wollen, habe ich den Weg über den Kulturprotestantismus genommen. Mir ist einfach deutlich geworden, dass man in unserer Kultur nichts, aber auch gar nichts verstehen kann, wenn man die theologischen Hintergründe nicht begreift. Ich habe mir dann ganz schlicht überlegt, aus welcher Welt stammst du selber? Festgestellt, ich wurde irgendwann mal protestantisch getauft, bin dann aus der Kirche ausgetreten, nicht aus Überzeugung, sondern aus Mode oder vielleicht später, um Steuern zu sparen oder welche trivialen Gründe auch immer. Jedenfalls nicht aus Überzeugung oder aus Atheismus heraus, sondern aus Gedankenlosigkeit. Und im Grunde habe ich versucht, in den letzten Jahrzehnten diese Gedankenlosigkeit ein bisschen zu revidieren. In der Tat scheue ich mittlerweile noch nicht mal mehr die Lektüre des Papstes. Ja, also ich habe selbst von. Aber als Protestant ist das ja nun. Aber Sie sind sozusagen für mich, ein. Da bin ich ökumenisch genug. Immerhin war mein Lehrer ja auch ein Jude. Ich lerne von allen Menschen gerne, die klug sind. Ich kann von Karl Barth genauso viel lernen wie von Jakob Taubes, aber eben auch von Ratzinger oder eben Benedikt dem 16. Was lernen Sie von Benedikt dem 16.? Also in dieser Debatte, die ja nun aktuell ist. Ja. Nehmen wir die Missbrauchsdebatte oder nehmen wir die Ökumene oder nehmen wir all diese ganzen Sachen? Was lernen Sie? Ich habe von Ratzinger etwas ganz, ganz Wesentliches gelernt, nämlich meinen intellektuellen Hochmut zu zügeln gegenüber der ganzen Welt des Diakonischen, der Seelsorge, wenn Sie so wollen, des konkret Zupackenden am Christentum, also der konkreten Problembewältigung.
Mein alter Ästhetizismus, mein Jugendästhetizismus hätte sich nämlich sehr, sehr gerne fortgesetzt in einer rein abstrakten theologischen Reflexion. Ja? Mhm. Das wäre, wenn Sie so wollen, Ästhetizismus höherer Ordnung gewesen. Ja. Man spielt dann mit wunderbaren theologisch hochabstrakten Überlegungen. Und als ich das Buch von Benedikt über Jesus gelesen habe, ist mir klar geworden, welche außerordentliche Ernsthaftigkeit darin liegt, es nicht bei der rein theologischen Reflexion zu belassen, sondern die zu grundieren oder sie zu erden in sehr realen, auch in Handlungsanweisungen, in Handlungsanweisungen, konkreten, wenn Sie so wollen, im Diakonischen, im Seelsorgerischen und bis hin zu der Fragestellung, was das für die Stellungnahme gegenüber konkreter Politik etwa bedeutet. Es gibt einen schönen Satz in einem Ihrer vielen Bücher: Die Religion hält die Wunde des Sinns offen. Was meinen Sie damit, dass die des Sinns offen? Also wir suchen nach Sinn, wir finden ihn dann nur in den Religionen oder vielleicht auch in einem gelungenen Leben? So etwas wie ein gelungenes Leben halte ich für eine sinnvolle Formulierung nur dann, wenn Sie es im Blick auf einen Glauben formulieren oder im Blick auf Religion formulieren. Einfach deshalb, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ein Leben aus sich selber Kriterien des Gelingens entwickeln könnte. Mhm. Die Aufgabenstellungen, die man bekommt, sind nicht solche, die man sich selber stellt. Es sind Anforderungen, die an einem gestellt werden. Und wenn Sie nach der Legitimität der Anforderungen fragen, das, was Goethe die Forderung des Tages genannt hat, wenn Sie fragen, inwiefern sind diese Forderungen des Tages, die an mich gestellt werden, legitim, dann kommen Sie nicht auf Diskursgemeinschaften, auf logische Zusammenhänge oder so etwas, sondern dann kommen Sie auf Zusammenhänge, die man früher vielleicht Sittlichkeit genannt hätte. Sie kommen auf ethische Fragen, aber im Kern eben letztlich auch auf religiöse Fragen. Und insofern bleibt es dabei, die Religion ist die Schatzkammer des Sinns und aller Sinn ist religiös. Mhm. Wie würden Sie die momentane Diskussion über die verschiedenen Religionen, Stichwort Islam, Stichwort Christentum, Stichwort Migranten, gibt es so etwas wie eine Leitkultur in Deutschland? Ist sie christlich-jüdisch motiviert oder gehört der Islam dazu, was ja in der Politik keine nicht geringe Rolle gespielt hat? Das ist eine gute Frage, an der man sich auch klar machen kann, dass die Politik sich nicht am Denken beteiligt. Sicher aus guten Gründen, denn ich könnte mir vorstellen, dass ein Satz wie der Islam gehört zu Deutschland oder zur deutschen Kultur politisch einen sehr guten Sinn macht. Mhm. Aber gedanklich ist er unsinnig. Ja? Warum? Er ist einfach deshalb unsinnig, weil es nicht stimmt. Die deutsche Kultur, die europäische Kultur ist, das ist eine Trivialität, die aber unendlich bedeutsam ist, ist jüdisch-christlich geprägt und sie ist natürlich auch durch die griechische Antike geprägt. Das können Sie von jedem Gymnasiasten hören und es ist wahr, ja, und es bleibt wahr. Man kann diese Tradition, Gott sei Dank, auch durch mehrere Legislaturperioden nicht ad acta legen. Und wir sind gut beraten, die Fühlung zu dieser Kultur nicht zu verlieren, weil sie letztlich das Einzige ist, was uns kulturell, europäisch, identitätsstiftend sein könnte. Aber er gehört denn zu uns? Politisch sagen Sie, wenn man sagt, Religion ist Privatsache, jeder, der hier ist, kann seinen Glauben leben, wie er will, im Rahmen der Gesetze. Ja. Und er hat in diesem Land, in einem säkularen Land, hat er bestimmte Rechte und bestimmte Pflichten. Selbstverständlich. Da sind wir bei einem zweiten Thema, über das wir reden sollten. Sie sind Kommunikationswissenschaftler, Sie lehren Massenmedien oder die Wissenschaft von den Massenmedien. Und Sie haben mal ein Buch geschrieben, Die Moderne ist wie ein Blindflug mit Zuschauern. Das heißt, wir leben in einer Zeit, in einer jetzigen Zeit, wenn man jetzt, sagen wir mal, die Moderne nicht jetzt ab früher Neuzeit berechnet, sondern in der Zeit, in der wir leben, dass wir alles sehen, aber dennoch sind wir blind. Ist das so richtig verstanden? Blindflug ist ja ein technischer Ausdruck und der bezeichnet den Sachverhalt, dass wir in der Lage sind, hochkomplexe Systeme zu nutzen, ohne sie im Einzelnen zu verstehen.
Und das klassische Beispiel, und das benutze ich als Metapher, ist der Instrumentenflug im Flugzeug. Ja, Sie haben das alle schon erlebt. Wir setzen uns in ein Flugzeug, das Wetter ist schlecht, man sieht nichts, es ist dunkel, es ist neblig. Trotzdem kann man fliegen. Man kann sicher starten, man kann sicher landen. Und was ist der Grund dafür? Der Pilot schaut nicht nach draußen aus dem Fenster, sondern schaut aufs Armaturenbrett. Das ist der Blindflug. Das heißt also, wir orientieren. Wir landen in der Regel, ohne uns verletzt zu haben. Sonst könnten wir das nicht mehr als Metapher nutzen. In der Tat, Sie haben vollkommen recht. Und das ist das Großartige, also dass wir tatsächlich in der Lage sind, wenn man so will, durch die internen Anzeigen unserer Systeme sicher in der Welt zu operieren, ohne dass wir das Ganze beherrschen müssen oder ohne dass wir einen Durchblick auf die Welt selber haben müssen. Und das ist eben charakteristisch für die modernen sozialen Systeme insgesamt. Sie funktionieren, ohne dass sie sich an die Welt da draußen anpassen müssten. Mhm. Es genügt, dass man die Zeiger, wenn man so will, auf den Armaturenbrettern richtig und korrekt abliest, um sicher zu steuern. Gilt dieser Blindflug auch für Energiegewinnung? Also wenn Sie jetzt die Debatten, die wir hören, Atomkraftwerke sind sicher, aber dann haben Sie ein Restrisiko, was ja ein mathematisches Risiko ist. Es sind ja dann auch Instrumente. Wie ist Ihre Meinung dazu? Das hängt sehr, sehr eng mit dem Thema Komplexität moderner Systeme zusammen. Denn bei dem Thema Risiko oder Restrisiko geht es ja um die Frage der Unwahrscheinlichkeit eines Ereignisses. Und man kann mathematisch sehr, sehr gut zeigen, dass Systeme, dass in Systemen, die eine sehr hohe Komplexität erreicht haben, das Unwahrscheinliche immer wahrscheinlicher wird. Und deshalb ist die Angst, die diese hochkomplexen Systeme vielfach in der Bevölkerung auslösen, auch durchaus berechtigt. Ja. Denn man hat eben sehr, sehr wenig davon, wenn man hört, dass ein Atomkraftwerk nur alle 12 Millionen Jahre in die Luft fliegt. Wenn man aber gleichzeitig hören muss, es kann auch morgen schon sein. Ja. Wann fängt man an zu zählen? Urknall oder sonst was? Das genau. Ist ja also Frage. Das, was einige Leute dazu bringt, im Lotto zu spielen, obwohl die Wahrscheinlichkeit eigentlich dafür spricht, man sollte es lassen und die 5 Euro sparen. Das ist umgekehrt natürlich auch ein Motiv dafür, Angst zu haben vor einem Ereignis, das höchstwahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht eintrifft. Aber wie gesagt, je komplexer die Welt, umso wahrscheinlicher wird das Unwahrscheinliche. Sie haben einmal den Begriff Nachhaltigkeit ganz eigenartig verwendet. Und zwar die Modernität ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit. Wir reden aber über Nachhaltigkeit. Wir reden über Nachhaltigkeit, wie wir leben sollen, wie wir das Klima schützen sollen und sowas. Wie erklären Sie dann eben den Satz, das Gegenteil von Nachhaltigkeit ist die Modernität? Jetzt muss ich Ihnen das erste Geständnis machen. Ich halte nämlich den Begriff Sustainability oder Nachhaltigkeit für einen vollkommenen Tabubegriff, der gar nichts Sachhaltiges besagen kann. Der stammt, glaube ich, aus der Forstwirtschaft und soll dort besagen, man soll nicht mehr Holz abholzen als neues pflanzen. Darüber hinaus hat er aber eigentlich überhaupt keine Tragfähigkeit. Das könnten Ihnen auch wiederum Mathematiker oder Systemtheoretiker sehr, sehr leicht zeigen, dass wir es nirgendwo in der modernen Welt mit Systemen im Gleichgewicht zu tun haben. Gerade dynamische Systeme sind prinzipiell im Ungleichgewicht oder wo Mathematiker sogar sich zu einer poetischen Formel verlocken lassen und sagen, sie stürzen von Katastrophe zu Katastrophe. Das wissen die meisten sicher gar nicht, dass Katastrophe auch ein mathematischer Begriff ist, aber damit soll genau das ausgedrückt sein. Ja. Wir müssen uns befreien von der Vorstellung, dass Systeme irgendwie ausbalanciert werden können in einem glücklichen Gleichgewicht, sondern dynamische Stabilität heißt eigentlich, wir bewegen uns von Ungleichgewicht zu Ungleichgewicht und deshalb ist Nachhaltigkeit zwar politisch wieder ein leicht verständlicher Begriff, der die Menschen trösten soll, der ihnen Stabilität vorgaukeln soll. Aber sie ist nicht da. Aber er hat nichts mit der Wirklichkeit. Hölderlin, wir von Klippe zu Klippe jahrelang ins Ungewisse hinab. Hat er da in dieser Weise recht? Haben wir es nicht im Griff? Nichts. Oder was haben wir im Griff? Vielleicht unser eigenes persönliches Leben, aber das auch nicht. Da kommen wir auch noch hin. Wir sind da auch Geworfene. Wunderbare Formulierung von Hölderlin, die man sicher gar nicht verbessern kann, um das zu erklären, worum es uns hier geht. Aber das, glaube ich, ist in der Tat eine verfehlte Vorstellung, als hätten wir die Welt im Griff.
Es ist sicher auch verfehlt zu glauben, wir hätten die Technik im Griff. Nur muss man vorsichtig sein bei der Formulierung dieser These. Vor allen Dingen ein Politiker dürfte das gar nicht wagen. Ja. Denn die meisten würden auf diese These reagieren dann mit dem Satz, dann müssen wir raus, dann müssen wir abschalten, dann müssen wir aufhören. Ja, ja. Ohne Technik geht nichts. Ohne Technik können wir nicht leben. Wir müssen uns allerdings damit anfreunden mit dem Gedanken, dass Komplexität eben auch heißt Unberechenbarkeit der Zukunft. Deshalb habe ich ja den Titel Blindflug gewählt. Aber wie gesagt, Blindflug heißt eben nicht, wir können uns gar nicht orientieren. Aber wir orientieren uns, wenn man so will, an unseren eigenen Systemen, an unseren eigenen Produkten, an unseren eigenen Indizes. Und wunderbarerweise funktioniert das in einer Dauer, die bisher in der Kulturgeschichte einmalig ist. Denn wir hatten, denke ich, noch nie so viel Friedenszeit, so viel funktionierende Technologie wie heute. Und gerade deshalb sind wir ja so sensibel für die Katastrophen, die dann hin und wieder mal aufkommen. Und diese Zeitspanne natürlich extrem kurz ist. Wir müssen uns mal überlegen, es ist noch nicht mal ein ganzes biblisches Lebensalter her. Der Mensch wird 80 Jahre nach der Bibel, aber das sind nur 60 oder 70 mittlerweile, die wir in dieser Zeit leben. Sie haben recht, Herr Panzer, lassen Sie mich nur eines dazu sagen. Gerade weil das stimmt, dass, wenn man so will, in der reinen Zeiterstreckung vergleichsweise wenig Zeit bisher verstrichen ist. Aber wenn Sie das daran messen, welche technologischen Innovationen es in dieser Zeit gegeben hat, das ist ein exponentielles Wachstum. Also es ist gigantisch viel passiert, technisch betrachtet, in einer Zeit, in der wir eigentlich von großen Katastrophen weitgehend verschont geblieben sind. Das ist das erstaunliche Faktum. Was wissen wir überhaupt über die Welt? Also Sie wissen, worauf ich anspiele. Sagen wir es gleich auf Niklas Luhmann. Alles, was wir von der Welt wissen, wissen wir aus den Massenmedien. Wir sitzen jetzt in einem Massenmedien, in einem Fernsehstudio. Was meint dieser Satz? Was heißt dieser Satz? Worüber wir vorhin gesprochen haben, haben wir auch aus Massenmedien, aus Büchern und so weiter. Genau. Was meint dieser Satz philosophisch oder soziologisch oder eben welterklärerisch? Ja, ein Lieblingssatz von mir, mit dem ich die Studenten gerne erschrecke, die natürlich wie fast alle Menschen dann gerne darauf hinweisen, aber ich erfahre die Welt doch auch unmittelbar, durch Herumschlendern gewissermaßen. Ich hatte irgendwann einmal ein Gespräch mit Herrn Wowereit, in dem er sagte, er würde durch sein Kiez schlendern und dabei nur die allerbesten Erfahrungen über Integration in Berlin machen. Ja. Und mein Zweifel war eben der, ob man durch Herumschlendern in der Welt herausfinden kann, wie sie strukturiert ist. Und das betrifft natürlich unendlich viele Zusammenhänge. Kurzum, der Satz, alles, was wir von der Welt wissen, wissen wir durch die Massenmedien, soll vor allen Dingen darauf hinweisen, dass wir keinen unmittelbaren Zugang zu einer wirklichen Wirklichkeit haben, sondern dass sich eine Fülle von Medien, wie Sie richtig sagen, ja nicht nur Fernsehen und Rundfunk, sondern eben auch Bücher, Texte zwischen uns und diese Wirklichkeit schieben und uns immer schon Rahmen, Schemata vorgeben, durch die hindurch wir die Wirklichkeit wahrnehmen. Also so etwas wie lebensunmittelbare Erfahrung der Welt gibt es gar nicht. Das heißt, es gibt eine schöne Fußnote unter diesem Satz bei Luhmann, es sei denn, man ist im Urlaub. Das, weil Luhmann ja auch sehr komisch sein konnte. Ja, ja. Das heißt mit anderen Worten, wenn wir das nur durch die Massenmedien erkennen, wie haben diese Massenmedien sich in der letzten Zeit verändert? Also wenn man Stichwort neue Medien erfährt. Bei Massenmedien war es ja so, wenn man die Luhmannsche Theorie, und sie ist ja überhaupt nicht zu falsifizieren, wenn man genauer nachdenkt, hat man einen Sender, man hat jemanden, der etwas gesendet bekommt, der kann aber nicht unmittelbar auf den Sender einwirken. Das ist bei den neuen Medien anders. Hat sich da qualitativ etwas geändert, wie wir die Welt sehen? Ich schlage auch vor, das Internet nicht als Massenmedium zu verstehen. Ich glaube, Sie haben vollkommen recht, dass charakteristisch für Massenmedien eben das Fehlen eines Rückkanals ist. Es gibt kein Feedback. Und was es an Feedback gibt, ich hoffe, ich kränke jetzt keinen Ihrer Kollegen, in Form von Anrufen im Sender oder Leserbriefe schreiben und so etwas, ist im Grunde eine Farce. Es ist nur eine Parodie auf Feedback. Ja.
Ein Sender bestrahlt Tausende oder Millionen von Empfängern und da kann es keinen sinnvollen Rückkanal geben. Das sind Massenmedien. Das Internet ist ganz anders strukturiert. Es ist im Kern und von vornherein interaktiv. Das macht seinen unendlichen Reiz aus. Denn was vor allen Dingen die Jugendlichen heute ja fasziniert, ist, dass sie nicht mehr Empfänger sein müssen, sondern Sender werden können. Also bis hin zu dem Grenzproblem, dass es nun wiederum Empfänger für diese Tausende und Millionen von neuen Sendern gibt. Aber in der Tat hat sich hier etwas geändert. Wir sind nicht mehr Rezipienten von Informationen, sondern wir wollen primär kommunizieren. Also das Internet ist primär ein Kommunikationsmedium. Und deshalb unterscheidet es sich ganz fundamental von den klassischen Massenmedien. Ja. Würden denn die klassischen Massenmedien haben ja Angst vor diesen neuen Medien anscheinend. Also immer wieder, ich höre, ja, wir müssen das alles viel online und sowas stellen. Ist das überhaupt zu vergleichen? Also wenn man jetzt die Sachen oder die politischen Entwicklungen, die Revolution, aber auch das Hineinschauen in die Welt rund um den Globus sieht, dann geschieht es eben nicht mit den neuen Medien, sondern es geschieht mit den klassischen Massenmedien, also Zeitungen gehören dazu, Radio gehört dazu. Wenn man etwas wirklich wissen will, greift man dann zu diesen anderen Massenmedien. Wenn man seine Meinung äußern will, greift man zu den neuen Medien. Würden Sie das auch so sehen oder würden Sie es pointierter, noch schärfer fassen? Ich gebe Ihnen recht, dass die Massenmedien unverzichtbar bleiben für das Agenda-Setting und auch für den Standard von Objektivität der Berichterstattung. Das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Deshalb sehe ich die Massenmedien auch gar nicht in Konkurrenz zum Internet, sondern eher in einer Art Symbiose oder in einer Art Zusammenspiel. Koevolution wird wahrscheinlich eher das Stichwort sein als Medienkannibalismus zwischen diesen beiden Welten. Aber man darf eins nicht unterschätzen. Im Internet kommt ein wesentlicher Faktor hinzu. Es geht nicht nur um den Ausdruck der eigenen Meinung. Express yourself. Wichtig, aber bei weitem nicht das Wichtigste. Viel wichtiger scheint mir noch die Möglichkeit der Selbstorganisation von Bürgern zu sein, von Interessengruppen. Wenn Sie heute ein Anliegen haben, irgendetwas wollen, etwas fordern, sich durchsetzen wollen, politisch, dann werden Sie das primär im Internet machen. Sie werden nicht mehr darauf warten, dass die Massenmedien ein Auge auf Ihr Problem werfen, sondern Sie werden die Massenmedien zwingen, auf das Problem zu reagieren, indem sie schon eine internetinterne Öffentlichkeit aufgebaut haben mit engagierten Leuten, mit Gleichgesinnten, die automatisch eine außerordentlich hohe Brisanz und Penetranz in ihre Themen hineinbringen, weil sie an diesen Themen interessiert sind. Das heißt, die Aufmerksamkeitsstruktur der Massenmedien ist eine ganz andere als die des Internet. In den Massenmedien gibt es eine gleichverteilte Aufmerksamkeit auf viele, viele Themen. Sie schalten die Tagesschau ein, einiges interessiert mich, einiges weniger. Bei dem Internet gehen Sie nur dahin, wo Ihr Interesse wirklich lokalisiert ist. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist dort extrem stark, aber sie ist natürlich ganz stark verteilt über die ganze Welt. Und diese unterschiedliche Aufmerksamkeitsstruktur macht auch schon deutlich, dass die Aufgabe beider Medien eine vollkommen unterschiedliche ist und dass sie sich ergänzen und nicht gegenseitig tot konkurrieren. Ist das Internet oder sagen wir mal Vereinigungen im Internet wie Facebook oder wie auch immer die anderen heißen, so etwas wie eine Agentur des freien Individuums? Das kann man durchaus sagen. Das klingt viel zu optimistisch und, wenn man so will, ruflos optimistisch. Schauen wir nach Ägypten, schauen wir nach Tunesien, schauen wir nach Libyen, schauen wir nach Syrien. Ohne diese neuen Medien oder diese neuen Briefformen, du kommst zu diesem Punkt, wäre das wahrscheinlich nicht vonstatten gegangen. Ich teile ja diese ruchlos optimistische Einschätzung. Ich sehe es genauso. Unendlich viele Formen von moderner Freiheit wären gar nicht mehr denkbar ohne das Internet. Und vor allen Dingen gibt es kaum mehr Möglichkeiten für Diktaturen, sich abzuschotten gegen diese Informationsflüsse und diese Entscheidungsprozesse und die Selbstorganisation betroffener Gemeinschaften. Also da darf man wirklich optimistisch sein. Wer Interesse hat an Freiheit weltweit, also für wen die Philosophie der Freiheit das Zentrum menschenwürdigen Lebens ist, der müsste eigentlich durch die Entwicklung des Internets sehr optimistisch gestimmt sein. Aber so ganz positiv sehen Sie das auch nicht, denn Sie haben ja dann ein Buch geschrieben, das
globalisiere ich jetzt einfach mal, Diskurs über die Ungleichheit. Da heißt es, weder Natur noch Kultur sprechen für Gerechtigkeit. Das heißt also, es gibt Unterschiede. Wenn man es jetzt global sieht, dann sind eben die in Afrika, pauschaliere, in Afrika etwas anderes. Sie haben andere Interessen als wir etwa im Norden oder im Westen. Absolut. Das ist sicher der empfindlichste Punkt, wo wir mit unseren universalistischen Diskursen, an die wir uns seit Jahrzehnten gewöhnt haben, aus guten Gründen, auch kaum mehr weiterkommen. Denn auf der einen Seite wären wir als aufgeklärte Philosophen eigentlich gehalten zu sagen, alle sind gleich. Ja. Die Gerechtigkeitsforderung gebietet, alle gleich zu behandeln. Letztlich die Grenzen zu öffnen für alle, die mühselig und beladen sind. Ja. Das wäre der eine Zugang. Der andere wäre ein, wie soll man sagen, ganz interner, um es auf eine polemische Spitze zu bringen. Das Gegeninteresse wäre das Interesse an der europäischen Identität. Wenn Sie sagen, wir sind Europäer, wir verstehen uns als Europäer, dann dürften Sie auch keine Angst mehr haben vor einem Begriff wie Leitkultur. Ja, dann müsste man sagen, okay, Europa unterscheidet sich als kulturelle Einheit von anderen Kulturen. Es gibt da andere Wertimplikationen, wir haben einen anderen Lebensstil, andere Selbstverständlichkeiten. Und die sind bewahrenswert. Ja, das ist eine evolutionäre Errungenschaft, Europa, die europäische Idee. Für viele. Und da darf keiner rein, oder wie? Nein. Jeder darf rein. Jeder darf rein, aber der sich, diese Leitkultur anerkennt. Ich benutze gerne dieses Wort, weil es den meisten Widerstand nach wie vor erzeugt und alle denken, das sei das Böse schlechthin oder sei irgendwie rassistisch oder diskriminierend. Aber wenn man in Ruhe überlegt, kommt man einfach auf diesen Gedanken, entweder Europa ist etwas, es zählt etwas, es ist wert, auch dafür zu kämpfen, dann ist es gebunden an seine Herkunft und ist gebunden an seine institutionalisierten Werte. Und die gilt es dann aber auch tatsächlich stark zu machen. Würden Sie denn, wie Heinrich August Winkler es macht, also Europa weniger als Europa bezeichnen, sondern als der Westen? Und da haben wir ja Basics, wenn man so will. Wir haben die Menschenrechte, wir haben die Gewaltenteilung und wir haben Säkularisierung und Religionsfreiheit. Also diese, sagen wir mal, diese Basics. Ja. Warum sollen die nicht weltweit gelten? Sehr gerne, natürlich. Ich glaube, das ist auch nach wie vor das missionarische Selbstverständnis des Westens, in Amerika noch sehr viel stärker ausgeprägt als bei uns, dass am Ende die ganze Welt Einsicht gewinnen soll und auch, wenn man so will, befreit werden soll hin zu diesen Werten. Ich denke, die Amerikaner sehen das nach wie vor so und sehen ihre Präsenz in der Welt auch nicht nur rein imperialistisch, um andere Erdölquellen freizulegen oder sowas, sondern die wollen auch diesen Westgedanken, diese westlichen Werte in den Rest der Welt tragen. So wie früher übrigens der englische Imperialismus auch, der mit stolzem Selbstbewusstsein nach Asien und Afrika gegangen ist, um zu sagen, wir bringen die Freiheit, wir bringen die Kultur, wir bringen Europa. Aber Sie befürworten jetzt nicht den Kolonialismus oder eigentlich doch? Ich mache etwas ganz anderes. Ich meine, den Kolonialismus befürworten in einer Zeit, die erstens gar keinen Kolonialismus mehr kennt, jedenfalls keinen offenen, und wo Antikolonialismus die beherrschende Philosophie ist, wäre lächerlich und anachronistisch. Es geht um etwas anderes. Es geht um das Verstehen. Also wenn wir versuchen, was zu verstehen, was der Westen heißt oder was Europa heißt, müssten wir auch die Kraft haben, uns zurückzuerinnern, was eigentlich damals der Imperialismus hieß. Oder denken Sie an die berühmte schwarze Legende der Spanier, die damals eben nach Südamerika fuhren. Wir haben im Grunde nur noch ein Bild davon. Es waren Imperialisten, es waren Totschläger, die diese Menschen geknechtet und ausgebeutet haben. Aber der Gedanke, dass die auch eine Idee transportiert haben, dass sie nicht nur Gold geklaut haben und diese Menschen vielleicht auch in ihrer Kultur zerstört haben, sondern dass sie eine Idee transportiert haben. Das gilt zweifellos auch für die englischen Imperialisten. Mit diesem Selbstbewusstsein sind sie aufgetreten. Dass dahinter viel Heuchelei, viel Betrug, viel Gewaltsamkeit steckt, ist heute evident, weiß jeder. Aber wir müssten, um zu verstehen, was die europäische Idee ist, müssten wir im Grunde zurück auch gehen. Wir müssten verstehen, was es bedeutet. Die Philosophen versuchen zu verstehen, was die griechische Antike für uns bedeutet. Wir müssten aber auch versuchen, was bedeutet die Gründung der europäischen Staaten, der Staatenidee und warum das ein Werte... Also Sie meinen jetzt, dass im 18. und 19. Jahrhundert die Staaten... Genau, nicht was, jetzt EU, was da passiert, wenn Sie so wollen. Genau. Ja? Man müsste endlich auch mal wieder den Mut haben zu begreifen, dass Hobbes eine großartige
intellektuelle Tat gelungen ist mit der Begründung des modernen Staates. Und diese Dinge gehören zur Identität Europas und wir müssen uns die Frage stellen, stehen wir dazu? Ist das etwas, was uns wertvoll ist? Ist das eine kulturelle Errungenschaft, für die wir immer noch einstehen wollen? Und gilt es, die nicht zu verteidigen gegenüber Kulturen, die uns derartiges nicht zu bieten haben und die uns, wie ich finde, auch mit ganz entgegengesetzten Werten durchaus bedrohen? Also wenn ich eine Frau wäre beispielsweise, würde ich mich bedroht fühlen von einer Kultur, für die es selbstverständlich ist, Frauen für Menschen zweiter Klasse zu halten. Wie sehen Sie, wenn man jetzt mal Hegel runterbeamt, der Weltgeist. Geht der Weltgeist vorwärts? Ist es so eine Sicht, dass es demokratischer wird, dass zum Beispiel Frauen, die ja etwa auf dem Tahrirplatz zwar verschleiert waren, aber lauthals ihre Interessen und jetzt auch Parteien gründen, geht es vorwärts oder sind Sie eher pessimistisch, dass irgendwann nicht nur ein Atomkraftwerk in die Luft geht, sondern tatsächlich wieder ein großer Krieg der Kulturen, der Religion. Ein Krieg der Kulturen ist jederzeit möglich, aber das widerspricht ja nicht der Hegelschen Weltgeist-These. Alexandre Kojève hat ja in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts ganz frech behauptet, Hegel hatte recht. Mhm. Und er hat auch heute noch recht. Aber die Geschichte ist eben mit Hegel auch schon zu Ende gekommen. Wir haben im Grunde philosophisch, theoretisch alles erreicht, was wir erreichen mussten, nämlich kapitalistische Wirtschaft, rein formale Demokratie und Liberalismus. Dieses System ist im Grunde das Äußerste, was in seiner Kombination erreichbar ist an zivilisatorischem Fortschritt. Und was jetzt noch geschieht, wenn Sie so wollen, nach Hegel, sind Nachhutgefechte. Der Rest der Welt passt sich gewissermaßen allmählich diesem Schema an. Und ich stehe nicht an zu behaupten, sehr viel von dem, was in den letzten Jahren passiert ist, in den letzten Jahrzehnten, lässt sich sehr gut nach diesem Schema interpretieren. Nämlich, dass, wenn Sie so wollen, der Nicht-Westen Schritt für Schritt sich doch an diese Ideale annähert. Heute kann man vielen Menschen auch außerhalb des Westens Demokratie nicht mehr ausreden. Man kann auch den Leuten die Segnungen eines kapitalistischen Konsumismus nicht mehr so ohne weiteres ausreden. Gehen Sie mal nach Moskau oder Da würde ich jetzt gerne Shanghai genauer fragen. Ja, ja. Sie haben vor 10 Jahren, 2002 war es, ein Manifest verfasst, das konsumistische Manifest, natürlich in Analogie, nur vielleicht ironische Analogie zum kommunistischen Manifest. Völker der Länder, vereinigt euch. Genau. Was ist der Kern dieses kommunistischen, des konsumistischen Manifestes? Ja. Das lässt sich ganz einfach sagen. Das war geschrieben Auge in Auge mit der erstmals wirklich deutlich gewordenen islamistischen Herausforderung des Westens oder der westlichen Kultur. Also 9/11 2001. Ganz genau, das war Auge in Auge damit geschrieben. Und meine These war ganz einfach die: Erstens, der Islam ist heute die einzige Weltreligion, die sich wirklich ernst nimmt und die deshalb ernst zu nehmen ist, und zwar gerade politisch extrem ernst zu nehmen ist, denn dahinter steht Theokratie. Wie Sie ja vorhin selber gesagt haben, ist Theokratie eine der Haltungen, die wir im Westen prinzipiell bekämpfen. Das heißt ja auf Deutsch, wir im Westen können es nicht akzeptieren, dass die Religion beansprucht, in die politische Verfasstheit unseres Gemeinwesens hineinzusprechen und Vorgaben zu machen, wie wir politisch uns organisieren. Das können wir nicht akzeptieren. Jeder, der das fordert, jede Form von Theokratie, widerspricht unserem fundamentalen Selbstverständnis politischen Zusammenlebens. Wir haben es im Islamismus aber mit einer theokratischen Bewegung zu tun. Diese Herausforderung habe ich persönlich und nehme es auch heute sehr ernst genommen und habe mir überlegt, was spricht eigentlich für den Westen, rein realpolitisch. Und ich habe mir in diesem Buch überlegt, das, was alle mit dem Westen identifizieren und was kritisiert wird am Westen, am heftigsten kritisiert wird, nämlich der Konsumismus, scheint mir letztlich die unwiderstehlichste Kraft des Westens zu sein. Und ich habe deshalb versucht, eine Art Apologie dieses konsumistischen Lebensstils zu entwickeln. In vollem Bewusstsein, dass Konsumismus natürlich
eine Form des Lebens, ein Lebensstil ist, der sehr trivial ist, der mit unseren hochgestochenen Kulturvorstellungen überhaupt nichts zu tun hat. Da geht es um Bier trinken, um Fernsehen, um trivialen Unterhaltungskonsum. Aber meine Grundthese war ganz simpel die, das ist immer noch besser und ist immer noch freiheitlicher als die theokratische Gegenbewegung, also die, wenn Sie so wollen, der neue antiwestliche ideologische Zug, mit dem wir zu rechnen haben. Und deshalb dieses Lob des am meisten Verschrienen, wie ja auch der große Politologe Hirschmann mal gesagt hat, das, was die Kritiker, die marxistischen Kritiker am Kapitalismus am meisten kritisiert haben, ist eigentlich das Beste an ihm, nämlich die Entfremdung. Aus der Entfremdung ist unsere Form von Freiheit geboren. Und ich habe im Grunde eine Art Fußnote zu dieser Überlegung in diesem Buch anstellen. Und würden Sie sagen, dass es global tatsächlich da hinausläuft? Denn wenn man sich natürlich überlegt, dann sind diese vielen jungen Männer, die jetzt auf die Straße gehen und Revolution machen, die wollen ja nicht unbedingt nur beten, sondern und wollen auch nicht unbedingt Politik betreiben, sondern sie wollen ein gutes Leben haben. Richtig. Und da würde ich sagen, dass der letzte Satz im Konsumistischen, das Leben ist zu kurz, um unglücklich und mittelmäßig zu sein. Das ist ihr Schlusssatz in diesem sehr, sehr schönen und sehr nachhaltig wirkenden Buch. Und dann haben Sie ein Buch geschrieben 2006 und da müssen wir noch mal wirklich genauer drüber reden. Die Helden der Familie, sie sind gegen die Emanzipation der Frau. Sie wollen sie wieder, ich formuliere ganz bewusst drastisch, wieder an den Herd zurückhaben. Sie sind stolz, dass ihre Frau, sie haben vier Kinder, reinschreibt, das steht dann auch da drin, Beruf Hausfrau. Warum? Das ist doch, oder sind wir am Anfang des Gespräches wieder? Ist das die Provokation, sozusagen nach rechts außen zu gehen, um etwas tatsächlich Vorhandenes genauer zu betrachten? Selbst ein so intelligenter Mensch wie Sie kann nicht anders, als die Vorurteile über dieses Buch ernster zu nehmen als das Buch selbst. Ja. Denn ich versuche genau das Gegenteil. Ich versuche zu unterscheiden zwischen einem aufgeklärten Feminismus und einem fanatischen Feminismus. Und leider Gottes ist der aufgeklärte Feminismus, der übrigens der ursprüngliche war, so wie er im 19. Jahrhundert in England entwickelt worden ist. Wenn Sie dort einmal Texte lesen der ersten großen Feministinnen, dann können Sie mich jederzeit hinzurufen, ich unterschreibe jeden Satz. Das ist klug, das ist durchdacht, das ist besonnen, was da gesagt wird. Und da geht es auch immer um das Gleichsein im Unterschiedensein, das Gleichsein im Anderssein. Worum es mir in diesem Buch geht, das ist etwas vollkommen anderes. Es geht nicht um einen Widerruf der Emanzipation. Das wäre genauso, wie wenn man widerrufen wollte, dass die Sklaven befreit sind. Und Emanzipation heißt ja aus der Hand geben, nämlich den Sklaven aus der Hand des Herren geben. Soweit sich die Frauen als Sklaven gefühlt haben, sind sie emanzipiert. Und wer das widerrufen wollte, muss einfach verrückt sein. Sie werden keinen einzigen finden, denke ich. Ja. Das kann auch nicht meine Idee sein. Meine Idee war eine andere, nämlich, dass der fanatische Feminismus dass es dem gar nicht primär um die Befreiung der Frauen aus sklavischen Verhältnissen geht in einer patriarchalischen Gesellschaft, sondern um die Nivellierung des Geschlechtsunterschieds. Und da wäre meine Botschaft eine ganz simple, nämlich es lebe der Geschlechtsunterschied. Nichts macht das Leben lebenswert, wenn es diesen Geschlechtsunterschied nicht mehr gibt. Also wenn Frauen nicht ganz anders sind als Männer und Männer ganz anders als Frauen, wie dann das Leben überhaupt noch lebenswert oder spaßig oder lustig oder auch erotisch sein könnte, ist mir schleierhaft. Ja. Sie plädieren oder Sie sehen ja einen neuen Viktorianismus voraus. Also was beschreiben Sie, was meinen Sie damit? Also dass wir sozusagen diese Lust der Geschlechter aufeinander nicht mehr haben. Richtig. Oder nur noch in pornografische Dunkelkammern abschieben. Ja? Es ist eine ganz einfache Überlegung, dass Pornografie ein genaues Komplement hat in der Prüderie. Ja? Also je prüder eine Welt, umso mehr ist sie angewiesen auf Pornografie. Und insofern passt zu der pornografischen Kultur unserer Gegenwart eins zu eins,
ganz passgenau diese neue Brüderie oder dieser neue Viktorianismus. Mhm. Ich meine, es gibt dafür mittlerweile so kuriose Beispiele, dass sie, denke ich, jedem längst vertraut sind. Denken Sie nur an die Campusregeln für ein Dating. Also welche Regeln man einhalten muss, wenn man einen Menschen des anderen Geschlechts auch nur auf ein Glas Wein oder so etwas einladen will. Ich finde, das muss man nicht mehr kommentieren. Man muss dann einfach nur sagen, das ist lächerlich. Ihr macht euch wirklich lächerlich. Und wenn wir nicht schnurstracks zurückkehren zu einem halbwegs Common-Sense-artigen Verhältnis der Geschlechter, dann gefährden wir wirklich die Freude am Dasein. Das heißt, Sie sind nicht gegen die Frauenquote in der Wirtschaft, aber auch nicht dafür. Ich weiß nicht, was die Frauenquote in der Wirtschaft oder eine Frauenquote insgesamt anderes bringen könnte als böses Blut und vor allen Dingen auch den Ärger derjenigen Frauen, die es aus eigener Kraft geschafft haben. Ich sage Ihnen etwas, was niemand gerne hört, nämlich ich weiß aus dem Gespräch mit vielen arrivierten, gut etablierten Frauen, wie sauer sie über die Diskussion über die Quote sind. Weil sie es geschafft haben und gerade in der Welt, man sollte auch mehr über die Welt, die man wirklich kennt, reden. Ich kenne eigentlich, ich gebe es zu, eigentlich nur die Universität. Ja. Bei uns von einer Diskriminierung von Frauen zu reden, ist einfach absurd und lächerlich. Was wir eigentlich brauchen und was vielleicht die Frauenbewegung insgesamt heute am dringlichsten bräuchte, wäre der Widerspruch gegen ihre Sache. Die Frauenbewegung leidet am meisten daran, dass ihnen niemand mehr widerspricht. Und das ist leider Gottes ein Problem, das die Männer verschuldet haben, die so angepasst sind und so traurig in ihrer Angepasstheit, dass sie noch nicht einmal auf den größten Nonsens mit einem »Das ist lächerlich« »Nein« Sie schreiben so schön, dass das einzige Refugium des Mannes ist noch sind die Dinge, die Krach machen. Also wie zum Beispiel die Autorennen. Ja. Genau, Auto, Formel 1, Fußball, das ist in der Tat, das sind so die letzten Asyle der Männlichkeit. Ja. Ja, ja. Vielen Dank, Herr Bolz, für die gute Stunde im Gelände der Welterklärung. Obwohl Sie ja schon häufig Gast bei mir im Nachtstudio waren, man lernt doch immer was Neues hinzu. Oder man könnte sagen, Karl Valentin, wir könnten noch sekundenlang weiterreden. Ihnen zu Hause Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie noch nicht genug haben, auf www.nachtstudio.zdf.de finden Sie mehr. Die sehr lange Bücherliste unseres Gastes und die Mediathek zum nochmal reinschauen. Aber bis zum nächsten Mal hat der in diesem Gespräch mehrfach zitierte Soziologe Niklas Luhmann das letzte Wort. Er sagt wie immer kurz und bündig, Moral macht Mut zur Wut. Gute Nacht. Thank you.